Ein Geheimweg. Tada! Da hinten ist ein... Ich glaube, ist der Magiepanzer. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, das dürfte der Magiepanzer sein. So, der ist tot. Und der lebt noch. Und... die verhauen jetzt alle. Und er wird ab. Boah! Der regt auf. Und sterb. Tessa ist tot. Ne, die Megapeitsche. Wo war der? Dann ist der in dem anderen. Ja, okay. Weil es gibt noch so einen Tempel, der so ähnlich aussieht. Und die beiden wechsle ich immer. So, die Megapeitsche. Ja, kann man nichts machen. So ist das nun mal. Oh nein! Warum brenne ich auch noch genug? Boah, Mann, das ist jetzt ziemlich scheiße. Ich renne noch ganz genau rein. Ziehe ich auch wieder so super viel. Super. Der ist der Ständen tot. Naja, Elfen sind kaum zu was zu gebrauchen. Außer für Magie. Gut, immerhin kann Atea zwei Zauber lernen, die kann nur er. Und das sind nämlich die Lichtzauber, Nordava und Abaddon. Aber jetzt, wo es mir gerade einfällt, ich habe und da war noch gar nicht gekauft. Und boah, Mann, die regen mich gerade ziemlich auf. Denke mal, die dürften tot sein. Zumindest der linke. Ja, der ist tot. Und die haben nicht viel Leben. Och, mal 249. Das ist natürlich lustig. So, Schlüssel benutzt. Einer der schwersten Rätsel der Welt. So, jetzt sind wir hier am Ende. Willst du jetzt die Tür öffnen? Hinter dieser Tür liegt der geheiligte Raum. Seine konzentrierte Energie stärkt Geist und Seele. Glaubst du wirklich, dass ich dir, dessen Herz schwarz und böse ist, diese Tür öffnen werde? Du hast die Wahl. Öffne die Pforte und lebe oder weigere dich und schmore in den Feuern der Hölle. Du kennst meine Antwort. Ich kann die Tür nicht öffnen. Sag mir, wie kann es sein, dass du keinen Widerstand leistest, und dich beugst? Hätte ich Widerstand geleistet, so hätte sich dein Zorn gegen die Leute meiner Stadt gerichtet. EP? EPD. Eure Partei Deutschland. Dies ist die... eine Sache zwischen uns beiden. Es soll kein unnötiges Blut vergossen werden. Wer es glaubt. Welch großmütiger Entschluss. Doch glaubst du wirklich, dass deine Kräfte den meinen gewachsen sind? Ich weiß es nicht, doch ich weiß, dass deine Taten nicht ungesühnt bleiben dürfen. Oh, er dreht sich um. Nicht, Wichser, wenn du deine Kraft hier einsetzt, dann ihr schon wieder. Ihr klebt an mir wie Fliegen am Kadaver. Boah. Die Satzstellung ist zwar normal, aber ich krieg sie nicht auf die Reihe. Hüte deine Zunge. Schweig. Diesmal werdet ihr meinen Zorn nicht entgehen. Keine Gnade mehr. Er lässt deine Punkte um sich rumfliegen. Ah, welch eine Kraft. Bam! Was bei allen Göttern der Hölle?
du bist der, du, der du bist vom unreinen Herzen. Verschwinde von diesem geheiligten Ort. Yay, jetzt geben sie sich Beef. Diese Kraft, das kann nicht sein. Und weg ist er, die dumme Sau. Trixer. Nein, Trixer. Twix. Oh nein, Twix ist tot. Athea. Twixer, warum hast du das getan? Du wusstest doch, was geschehen würde. Selbst meine Kraft hat nicht gereicht, um Armin zu besiegen. Du bist unsere letzte Hoffnung. Ich werde ihn richten, Twixer. Ich verspreche es. Athea, versprich mir, dich um Duplo zu kümmern. Das also war er. Ja, das war Armin. Lasst mich euch begleiten. Ich muss das Böse vernichten. Ich habe es gelobt. Ich glaube, wir haben uns noch nicht vorgestellt. Ich bin Maxi. Hi, ich bin Guy. Mich nennt man Selan. Ich bin Althea. Du bist dir bewusst, dass du im Kampf dein Leben riskieren wirst? Wir kämpfen gegen die Hölle. Nein, ihr kämpft gegen viele Leute aus der Hölle. Für mich gibt es kein Zurück mehr. Das Böse muss gerichtet werden. Für Twix und Duplo. Jawohl. Die Schokoladenriegen dürfen nicht von der Hölle angegriffen werden. Sie müssen unendlich lang leben. Ich verstehe. So sei es denn. Herzlich willkommen. Athea, bis schon. So, und hier der Tür ist was ganz Tolles. Richtig. Ein kleiner Kreis. Und was passiert? Die Werte aller Charaktere haben sich erhöht. Wenn wir jetzt schauen. Jeder hat mehr Leben. Mehr MP. Aber ist kein Level aufgestiegen. Nein, aber sie sind jetzt alle einen kleinen Ticken besser. Wie es halt eben beim Level ab und so ist. So, jetzt muss ich zurück ins Elfendorf. Noch ein paar. Was ist das noch? Nein! Wobei, Kokachoros sind immer drin. Oh Gott! Und ich denke, die hilft gegen geflügelte Gegner. Super. Toller geflügelter Gegner hier. Und dann zum Pippi-Kacker-Angriff, ey. Athea, wo ist meine Mutter? Es tut mir so leid, ich konnte sie nicht retten. Oh nein! Ich vergib mir, bitte. Ich habe versagt. Sie denkt, Athea. Duplo, bitte vergib mir. Er meint es nicht so. Konnte dir meine Mutter helfen? Athea? Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte ich nicht überlebt. Dann war ihr Tod also nicht völlig sinnlos. Nun kann sie wenigstens in Frieden ruhen. Ha! Scheiße, glaub mal, sind alle Elfen so emotional stark? Das war für sie nicht einfach. Ob Menschen oder Elf, die Trauer bleibt gleich. Genau! Du elender kleiner Arsch. Jo, das ist gut. Das spuche ich ja vor. Nein, 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 einmal übernachten reicht. So, jetzt steht sie wieder unten oder ist immer noch oben in der Ecke? Nee, sie ist wieder unten. So, ja, hier ist der Magieshop. Den habe ich schon nicht übersehen. Diese Frau da scheint mit Zauber umgehen zu können. Wenn du Licht hast, hast du Licht. No Dabba, richtig. Das ist der Lichtzauber. Toll, das ist der einzige, den wir noch gebraucht haben. So. Ich muss jetzt zurück nach Portravia. Denn unser U-Boot ist fertig. Und dann muss ich, glaube ich, nach Baleara. Und da ist der nächste Tempel. Exerien ist fertig. Drückt den Knopf, wenn ihr auf dem Meer fahrt, um tauchen zu können. Wie war gleich nochmal der Name? Ich heiße Athea. Ich bin Nexus und es tut mir leid wegen der Verschmutzung. Das kommt bestimmt nicht wieder vor. Dann ist ja alles in Ordnung. Maxim, gibt es Neues von Amon? Ich nehme an, dass er sich wieder ins Meer gestürzt hat. Die Menschen dieser Stadt scheinen einen Lichtkügel in der Nähe von Baleara gesehen zu haben. Aha,
Baleara ist im Westen. Nun liegt alles in deiner Hand, Maxim. Ich weiß. Ja, so, ein Schiff. Unser Menü. Und wir können mit einem U-Boot fahren. Und hier gibt es keine Gegner unter Wasser. So, wir hatten eine weite Reise hinter uns und sind in Baleara endlich angekommen.